Hey! Ja, hallo! Ruckidiku, ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, Freunde, es gibt Sprichwörter, Redewendungen, so geflügelte Worte, mit denen komme ich überhaupt nicht klar. Und der Spruch, der mich absolut am allermeisten verärgert, lautet da: Lebe deinen Traum. So, denn ich habe das Konzept dahinter lange Zeit nicht verstanden. Ja? Denn wie lebst du bitte schön am effektivsten deinen Traum? Ja, wie soll das gehen? Als ich klein war, so 3 oder 4 Jahre alt, da träumte ich nachts manchmal davon, dass ich am Pinkeln bin. Bin aufgewacht und habe festgestellt, dass ich am Pinkeln bin. Habe ich jetzt meinen Traum gelebt? Ja? Kann ich jetzt gehen? Darf ich mich verpissen? Ja. Weiß nicht. Also, na gut, mittlerweile habe ich das dahinterstehende Konzept schon überrissen. Ja, lebe deinen Traum, verwirkliche dich selbst. Und das möchte ich auch tun. Ich möchte gerne mich intellektuell betätigen. Ich wäre gerne Essayist. Als Migrantensohn möchte ich mich äußern zu den Themen Interkulturalismus und Migration. Das ist ein gängiges Thema. Und ich habe ein Essay verfasst. Hier, pass auf, gib dir mein Essay. Essay aus der Hosentasche hier. Pass auf, Abhandlungen kommen jetzt aus der Hosentasche. Ich verlese. Also mein Essay über Integration und Multikulturalismus etc. gibt dir. Wo immer Menschen im Laufe ihrer Geschichte zusammengelebt haben, wo immer sich Kulturen und Völker vergesellschaftet haben, herrschte stets irgendeine Form von Einander. Ja, je nach Kontext und Situation mal miteinander, gegeneinander. In Swingerclubs herrscht bevorzugt ineinander. Hm? Metzger und Scheidungsanwälte sorgen in unserer Gesellschaft für Auseinander. Zusammenkünfte von Pegidisten und AfDlern sind hiervon zu unterscheiden. Dort herrscht eine Sonderform von Einander, das Einander-Waffel. Ja, da habe ich mir gedacht, da kann ich aufhören. Ich war Essays fertig, komplett. Ich kann Pause machen, Brötchen essen. Ich brauche meine Zeit ja noch. Ich habe ja noch andere Träume zu verwirklichen. Und ein sehr großer Traum von mir ist zum Beispiel, ich möchte gerne Vater sein. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Ich möchte mal Kinder haben. Aber auch hier plagen mich Sorgen. Beispiel, ja. Gesetzt den Fall, ich heirate eine Deutsche. Das muss man erst mal sacken lassen, okay? Aber das ist gut. Ja. Gesetzt den Fall aber, ich heirate eine Deutsche. Wie nennen wir unser gemeinsames Kind? Ja, welchen Namen bekommt unser Kind? Ja, eher einen deutschen Namen oder doch eher einen nahöstlich geprägten? Und ich habe eine Lösung gefunden, zumindest wenn es ein Junge wird. Pass auf, also hier. Es gibt einen Namen, einen jungen Namen, der ist der Phonetik nach astrein türkisch. Ja, da würdest du als Außenstehender sagen, yo, türkisch, läuft. Also mit dem Namen kommt der Junge absolut in keine Diskothek rein. Das kannst du völlig knicken. Auf der anderen Seite ist dieser Name allerdings auch bedeutsam im Deutschen. Im Deutschen ist dieser Name ein Imperativ, eine Aufforderung. Also, ich nenne meinen Sohn nicht Peter, nicht Mustafa, sondern gönn dir. Ist halt nur scheiße, wenn ich meinen Sohn beim Namen ermahnen möchte, so wie man das halt macht. So Peter, Thomas, wenn ich meinen Sohn irgendwann mal mit Zigaretten und Alkohol erwische, kann ich ja schlecht sagen, gönn dir. Und wie erziehe ich gönn dir überhaupt? Das ist so ein grundlegendes Thema. Eltern werden sicherlich im Publikum sein. Ein grundlegendes Thema ist Sex im Internet zum Beispiel und wie man vor allem die Jungen dazu erzieht, nicht damit herumzufuhrwerken. So, ja, so rum. Ich selber hatte meine allererste Begegnung mit Sex im Internet schon sehr früh und es war sehr unangenehm. Deswegen habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Pass auf, ich war 10 Jahre alt, ja, da schallte plötzlich dieser Gedanke durch mein Gehirn durch so, oh, the time has come, ich möchte jetzt gerne masturbieren. So. Ich wusste gar nicht, was das war. Der Begriff kursierte so bei uns auf dem Pausenhof. Irgendwie war das Trend. So, Masturbation. Gewusst wie? Also habe ich den Begriff genommen und einfach mal flink in die Google-Suchleiste gekloppt. So, und prompt bot mir auch Google eine Antwort hier. Und zwar gleich auf der erste Suchergebnis eine 10-Schritte-Anleitung zur Masturbation. Und ich habe mir gedacht, flink wie ich bin, ja, die arbeite ich jetzt einfach mal diszipliniert durch. Ganz schnell, ganz zack, bam. Ja. Schritt 1, zieh dich aus. Okay.
Schritt 2, leg dich aufs Bett. Okay. Ja, Schritt 3, beginne dich selbst zu betasten. Ja. Berühre dich am ganzen Körper, atme tief ein und aus. Ja. Fühl dich sexy, genieße die erotische Spannung zwischen dir und dir. Und ich habe mir gedacht, okay, das fühlt sich irgendwie ein bisschen eklig an, aber ich mach's einfach mal. Ich weiß nicht, wohin mich das führt. Ein bisschen fühlt es sich an, so wie Enrique Iglesias, während er seine Songs performt. So, I can be a hero, baby. I can be, ist ja auch egal. Nee, also, sehr, sehr konkret wurde die Sache dann, als ich weitergelesen habe. Schritt 4, der da lautete, massiere jetzt mit kleinen kreisenden Bewegungen sachte deine Klitoris. Dieser Schritt hat mich irgendwie vor technische Probleme gestellt, sag ich mal so. Also, eine Erklärung an dieser Stelle, also pass auf, mein Vater ist Iraner, meine Mutter ist Türkin. Die haben jetzt, sag ich mal, eher ein klassisches sexuelles Weltbild, ne? Da gibt es einen Mann, da gibt es eine Frau, Schluss. So, komplizierter wird es nicht. Und wenn du in Anbetracht eines solchen sexuellen Weltbildes als 10-jähriger Junge auf deinen iranischen Vater zugehst und ohne Vorwarnung einfach fragst, Papa, wo ist meine Klitoris? Dann gibt das Stress. Ja. Ich hatte das Unglück, dass mein Vater gut Deutsch konnte. Er wusste, was eine Klitoris war. Hätte er es nicht gewusst, wer weiß, was passiert wäre. Da hätte er mich wahrscheinlich irgendwie an der Hand genommen mit zum Arzt. Wo ist mein Sohn sein Klitoris? Weißt du? Warum er hat kein Klitoris? Also, mein Sohn muss alles haben. Hey. Falsche Anleitung, Freunde, falsche Anleitung. Ich habe nochmal Google konsultiert, nicht wahr? Bin zurückgekrochen zu Google und habe eingegeben, Masturbation für Männer, so. Und auch hier lieferte Google mir wieder eine Anleitung, übersichtliche 3 Schritte diesmal. Ja. Ich möchte das an dieser Stelle noch mal kurz rekapitulieren für alle Interessierten oder solche, die noch in der Lernphase sind. Schritt 1, schiebe die Vorhaut nach vorne. Schritt 2, zieh sie wieder zurück. Schritt 3, fang wieder bei Schritt 1 an. So. Kurz und bündig, vor, zurück, repeat. Vor, zurück, repeat. Ich muss aus dem Handgelenk kommen. So, das ist. Das sollte das Internet den Kindern beibringen, nicht wahr? Also, das ist sicherlich nichts, was ein Vater seinem Sohn erklären sollte. Nicht wahr? Auf der anderen Seite, ich frage mich, wenn es um den kleinen Gönn dir geht, so andere Aspekte, zum Beispiel. Ja, das ist das Thema, mein kleiner Sohn. So, pass auf. Wie integriere ich Gönn dir in die Gesellschaft? Ich meine, es gibt ja so Aspekte im Leben, da stoße selbst ich als integrierter Mitbürger an meine Grenzen, so ein bisschen so. Also ein zentraler Punkt ist immer Weihnachten. Weihnachten ist stressig für mich, weil Weihnachten ist immer für mich die Jahreszeit, in der ich ganz häufig gefragt werde, so, na, feierst du eigentlich auch Weihnachten? Feierst du Weihnachten? Ich feiere Weihnachten, ja, das tue ich tatsächlich. Denn ich komme nicht aus einem islamischen Elternhaus. Meine Eltern sind keine Moslems. Meine Eltern provozieren Moslems gerne. Zum Beispiel, indem sie zu Beginn des islamischen Ramadanfestes jedes Jahr ein ungeschächtetes Schwein aus Massentierhaltung dem Donnergott Thor opfern. Ich feiere Weihnachten, das tue ich tatsächlich, aber nichtsdestotrotz immer wieder die Frage, na, feierst du auch Weihnachten? Die Frage an sich ist absolut legitim, aber so nach dem gefühlten 80. Mal stehe ich halt nur noch so ermüdet da und denke mir so, Weihnachten, was? Nee, also wir feiern nicht Weihnachten, wir feiern 9/11. Am 11. September packt mein Vater jedes Jahr einen Kranz aus, mit 2 Kerzen, die brennen. Und wir ziehen durch die Straßen und singen lustige Lieder. Rabimmel, rabammel, rabum. Dankeschön. Ja, aber,
Ja, und ein dritter großer Komplex, der mir Sorge bereitet in Bezug auf die Erziehung meines Sohnes, ist natürlich die Sprache. Und zwar, welche Sprachen bringe ich meinem Sohn bei? Bringe ich ihm die Sprachen meiner Eltern bei? Soll ich das tun? Ja, also zum Beispiel das Iranische, mein Vater hat es mir beigebracht, ist sehr ergiebig. Also Iranisch ist wahnsinnig romantisch und klangvoll. Also so, wenn du auf Iranisch ein Mädchen betörst, so anflirtest, dann klingt das meistens so, oh, oh, chère man, jigarito bochadam, azizidelam, alalalala. Hose auf, ja. Also da springt der Knopf noch im Gespräch von der Hose. Also das ist lautmalerische Ejakulation, ist das, ja. Also andere Sprachen haben das nicht zu bieten. Also Arabisch zum Beispiel. Wenn du auf Arabisch ein Mädchen betörst, dann klingt das meistens eher so. Jetzt doch eher aggressiv. Ja? Und ich will an dieser Stelle auch gar nicht den kulturhistorischen Wert der arabischen Sprache schmälern, aber sie klingt halt wie Ertrinken. Das ist auch ein ernsthaftes Problem beim Waterboarding. Ja? Also, weil die amerikanischen Soldaten, die sind halt zu blöd. Ja? Weil wenn die so einen Gefängnisinsassen, so einen Araber waterboarden, dann sind die zu blöd, um zu unterscheiden, gesteht der Typ jetzt gerade oder röchelt er bloß, aber das... Man sollte Sprachen aber grundsätzlich nicht jetzt anhand ihres Klanges vorab verurteilen oder sowas. Das Iranische nämlich, so romantisch ich es auch geschildert habe, so melodisch es ist auch sehr heimtückisch. Ja? Zum Beispiel, also hier so, oh, oh, chère man, jigarito bochoram, jigarito bochoram. Diese Floskel, da geht's schon los. Weil wenn man das klingt so nach, ich liebe dich, oh, bussi, bussi. Aber wenn man jigarito bochoram wortgetreu ins Deutsche übersetzt, dann bedeutet das so viel wie, ich möchte gerne deine Leber essen. Was ist das für eine Zuneigungsbekundung, hör mal. Wenn mir das einer auf Deutsch sagen würde, da hätte ich Angst. Also, ja, und nicht, dass mir das nicht schon mal passiert wäre. Also hier, das, ja. Hier kleine Anekdote dazu aus meinem Studium. Ja, ich habe nämlich Lebensmittelchemie studiert. Ich bin staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker. Ja, das ist die höchste Qualifikation, die man als Dönermann in Deutschland erreichen kann. Also, und ja, das ist folgende Situation. Wir haben ein Praktikum gemacht in der Rechtsmedizin. Ja? Wir durften uns da eine Obduktion angucken, wie so eine Leiche auseinandergenommen wird. Also ich weiß im Nachhinein nicht, was das mit Lebensmitteln zu tun hat, aber war wichtig im Studium. So. Und da standen wir Studenten um den Leichentisch herum, versammelt so da. Und natürlich wurde die Leiche dann aufgemacht. Zack, wie es halt so üblich ist. Und irgendwann kam infolge dieses Prozesses die Leber zum Vorschein. So. Und mit dem zum Vorschein kommen der Leber, genau in dem Augenblick, da stand neben mir ein Mitstudent und meinte beim Anblick der Leber so, jetzt noch schöne Zwiebel dazu. Ey, ich war entsetzt. Was sagst du? Sagst du da als Außenstehender in der Situation, hä? Bitteschön, gönn dir. Und das meine ich... Und das meine ich dann nicht als Name, ja? Also... Ich bin Helmut Steierwald gewesen. Mit mir wird die EU nicht Türkei-Mitglied. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao, auf Wiedersehen.